Das Segment der Kleinwagen-SUVs ist heiß begehrt. Seat hat den Arona im Handel, Hyundai den Kona rausgebracht und 2018 bringt auch Volkswagen mit dem Polo-SUV T-Cross ein Kleinwagen-SUV auf die Straßen. Schon seit längerem gibt es den Renault Captur und angesichts der steigenden Konkurrenz bekommt dieser auch nun nach knapp 4 Jahren ein Facelift. Renault hat den Trend zum kleinen SUV früh erkannt. Schon 2013 brachten die Franzosen den Captur auf den Markt. Robuste Optik, hohe Sitzposition, insgesamt ein bisschen mehr Auto als bei Kleinwagen üblich. Das mögen Käufer, nicht nur in Deutschland. Statt sich mit Tiguan und Co. in der Kompaktklasse zu kabbeln, ist Renault 2 Karosseriestufen tiefer eingestiegen und hat den Markt quasi von unten aufgerollt. Allerdings haben die Franzosen den Anschluss an die neue Zeit vielleicht etwas verpasst. Der Fahrspaß beim Renault Captur lässt wirklich zu wünschen übrig. Das liegt auch daran, dass das Fahrwerk nicht überarbeitet wurde. Man spürt eigentlich jede Bodenwelle, über die man fährt. Und bei schnell gefahrenen Kurven wankt der Wagen auch wirklich extrem. Auf den ersten Blick hat sich am Captur nicht viel verändert. Die Seitenlinie schaut nach wie vor aus, als ziehe das Fahrzeug seinen Bauch ein. Und auch am Heck tut sich bis auf die LED-Leuchten wenig. Immerhin, das Gesicht wurde geliftet. Kühlergrill und Frontschürze übernehmen den Stil des großen Bruders Kadjar und verleihen dem Captur einen frischen Teint. Das neue Tagfahrlicht und die Voll-LED-Scheinwerfer tragen ihr Übriges zum jugendlicheren Auftritt bei. Der Kofferraum fasst 377 bis 1235 Liter. Die Rückbank bietet genügend Beinfreiheit. Das technische Feuerwerk beim Facelift des Captur ist ausgeblieben. Renault hat sich lediglich auf die Sachen konzentriert, die man sehen und fühlen kann. So wurde bei den Motoren gar nichts getan. Es stehen weiterhin die 2 Benziner und 2 Dieselaggregate zur Verfügung, die ein Leistungsspektrum von 66 kW bis 87 kW abdecken. Der Dieselmotor in unserem Testwagen leistet 81 kW, liefert 260 Newtonmeter maximales Drehmoment und beschleunigt den kleinen Offroader in 11,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Kraft wird dabei ausschließlich über eine manuelle 6-Gang-Schaltung an die Vorderräder geleitet. Wer gemütlich fährt, hat mit dem Captur aber Freude beim Sparen. Laut Hersteller soll er auf 100 km nur 3,7 Liter Kraftstoff verbrauchen. Das Ansprechverhalten beim Renault Captur, speziell in den ersten 3 Gängen, ist wirklich herausragend. Allerdings geht ihm dann bei den höheren Gängen doch die Luft aus. Lange überfällig war die Aufwertung des Innenraums. Das hat Renault nun nachgeholt. Statt billigem Kunststoff finden sich nun in allen Ausstattungslinien Klavierlack und Zierelemente in Chromoptik im Fahrzeug. Renaults Infotainment-System ist simpel aufgebaut und gut zu bedienen. Abseits der Straße macht auch der überarbeitete Captur keine großen Sprünge. Es gibt ihn weiterhin weder mit Allradantrieb noch elektronischer Traktionshilfe für schlechtes Terrain. Dass der Franzose bislang so erfolgreich war, mag zu einem Gutteil an seinem charmanten Wesen liegen. Aber es fehlte ihm auch lange an ernsthaften Rivalen. Dafür, dass die Konkurrenz so viel schärfer wird, ist das Captur Facelift erstaunlich überschaubar. Neue Farben, ein verbessertes Interieur und ein Totwinkelwarner sind die nennenswertesten Maßnahmen. Dabei hätte das Fahrwerk ebenfalls eine Überarbeitung verdient gehabt. Dafür bleiben aber immerhin die Preise fair. Die starten in Deutschland bei 17.000 Euro für die Basisversion.